Ja, hallo Obernürnberger Straßenfreunde. Ja, und zwar geht es in diesem Video um leider, aber wahr, um eine kleine Umrüstung von Straßenlampen. Und zwar werden hier in der Umgebung die guten alten Lampen gegen scheußliche, hässlichen Drecks-LED-Lampen ersetzt. Was mir persönlich nicht gefällt, die sind zwar stromsparender und auch umweltschonender, aber dafür zu schnell an. Es fehlt der Flackereffekt am Anfang und das langsame Hochfahren. Und das ist der negative Punkt an die LED-Lampen, was daran nicht gut ist. Oder auch, beziehungsweise auch nicht schön ist. Für die Leute, wo es auch schön besser gefällt, dieser langsame Start wie mir. Es gibt bestimmt mehrere, ich bin nicht der Einzige hier. Ja, und zwar könnt ihr live dabei sein, wie ich ein paar von euch diese LED-Lampen zeige, zum Vergleich von ein paar ältere Lampen. Ich habe so schon ein Video gemacht, aber das hänge ich als dann einfach dieses neue Video jetzt, was ich heute gemacht habe, einfach hinten dran und schneide es als ein Video zusammen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und viel Spaß dabei. Euer Obernürnberg Straßenbahn-Fan. Ja, hallo Obernürnberg Straßenbahn-Freunde. Wie es aussieht, ist hier im schlimmsten Kaff der Welt das Ende der alten Schuchlampen. Ich gehe jetzt mal den Weg durch, wo ich hin muss, in das schlimmste Kaff der Welt, wo der schlimmste Hof auch steht. Ja, und mal schauen, wie weit die noch umgerüstet sind. Auf diesem Weg, als am Bahnhof vorne auch schon. Zum Glück habe ich im Winter noch das Spessel gemacht mit der Lampenstarte, weil da waren die nämlich noch nicht da, die hässlichen LED-Lampen. Wir gehen einfach mal auf durch den Weg durch und schauen, wie es weitergeht. Und ihr könnt live zusehen. Naja, gut, eine Live-Übertragung ist es nicht. Okay, das sind eh noch die alten Röhrenlampen hier. Die sind bis jetzt noch nicht umgerüstet. Ja, schauen wir mal auf den Kirchenweg hinten, ob da immer noch diese defekte Lampe ist, ohne Lampenschirm und ohne Glühbirnen, oder ob die jetzt auch schon diese hässliche LED-Lampen hat. Hier sind auf dem Weg jetzt erstmal kurz die. So. Hier sind noch die schönen alten Lampen. Zum Glück. Also muss man hier überholen. Das sind nämlich noch die guten alten und nicht diese hässlichen LEDs vom Anfang. So gehört sich das. Gucken wir mal, ob der Fehl noch vorne ist. Aber hier sind noch die guten alten Schuchbaureihe 104, 105 Lampen, was ja das angeblich sein sollen. Aber vom Bahnhof bis zu dem einen Weg davor waren die hässlichen LEDs auf jeden Fall noch alt. Ist auch gut so, weil die LEDs sind nicht zu gebrauchen. So stromsparend die auch sind, aber langweiliger Lampenstart. Zu schnell an. Da fehlt das Rost in der Glühen einfach. Okay, der Fail ist noch vorne, die kaputte Lampe. So, da kommen wir jetzt. Hinten das hässliche Schild mit dem hässlichen Kirchenlogo drauf. Nur von der anderen Seite. Hier steht es auch wieder. Bäh. Ja, ist immer noch im Eimer. Schadenfroher kann man hier nicht sein. Wenn man es dürfte, wir haben eigenhändig das Ding oben noch retten, bevor sie es in die Schrottpresse werfen. Wäre eh besser. Bevor hier auch noch diese hässlichen LEDs sind auf dem Weg. Ja, es geht hier bald ins Ende zu, dieser Lampen. Ich sehe schon. Diese anderen Lampen hinten auf dem Weg beim Bahnhof schon. Diese hässlichen LEDs haben, sind hier auch bald die LEDs. Hier nur eine provisorische Notleuchte mit LED. Da badet sich ein Vogel gerade. Gut, hier ist noch alt. So kürze ich das.
Die ganzen alten Lampen müsste man hier eigentlich retten. Aber vielleicht ist so die Wahrscheinlichkeit, wenn die hier die Lampen auswechseln, bei dem gebrauchten Wertstoffhof vielleicht noch eine zu retten. Weil da haben die gesagt, die kriegen jetzt momentan anscheinend öfters dann solche rein, was ich suche, solche rechteckigen Wandlampen, solche, wo auch mit HQL und Natriumdampflampen sind. Boah, alter Schwede. Mahlzeit. Mahlzeit, so damals Allmächt. Ja, die Chöre, die sowieso. Die macht sowieso den Fernseher kaputt mit dem einen Sender. Zum Glück habe ich den bei mir rausgelöscht, sonst wäre der Fernseher schon lange durchgeschmort. Ja, auch noch schön alt. Muss man noch genießen, diese alte Beleuchtung hier. Weil LEDs sind einfach hässlich. Schon aus dem Grund muss man eine Erinnerungslampe irgendwie herbekommen. Glühbirnen kriegst du ja über Amazon und eBay schon. HQL-Lampen. Wo ist denn jetzt hier die Laterne? Ach, hier sind die. Okay, die sind hier auch noch alt. Mal schauen wir mal weiter, wie es bei uns aussieht. Ja. So. Gut, hier sind auch noch die alten Lampentechniken. Ja, der Raucher verseucht den Platz. Ich zeige euch jetzt einfach mal was. Auch wenn es wahrscheinlich auf meine Strafen geht. Da sieht man nämlich, wie viel die hier alle zusammen rauchen. Aber was soll denn da soll dabei sein? Sind ja keine Leute drauf. Okay, hier ist auch noch alles bis jetzt alt, aber wir kontrollieren die eine Wandlampe, dass die noch mit HQL ist. Nicht, dass die schon eine LED, eine hässliche LED-Glühbirne drin hat. Die ist auch noch perfekt. Noch. Und zwar wenn diese, geht es zu, und zwar geht es ans Ende dieser HQL-Lampen. Wir laufen jetzt einfach mal weiter, dann werdet ihr sehen, wie schlimm das wirklich ist, dass diese Lampen gegen scheußliche LEDs ersetzt werden. Gehen wir einfach mal weiter. Erstmal über den Bahnübergang. Und da kommt dann schon da vorne die erste, wo mit LED umgerüstet worden ist. Also es hat für diese rosane Lampe hier. Wir machen das jetzt einfach mal durch den Gang. Jetzt bin ich eh schon unterwegs. Hier ist noch alt. Und hoffentlich bleiben die wenigstens erhalten. Können nicht alles hier mit scheußlichen LEDs umrüsten, auch wenn es ja noch so stromsparende sind. Aber haben halt langweiligen Start. Ja, hier, hässliche LED-Lampe. Schlechte Umrüstung, ich hasse sowas. Dass die alte Technik an so einen modernen Müll dran glauben muss und halten tut's. Tut es nicht so lang, das Zeug. Das geht jetzt hier den ganzen Weg rüber. Hier, diesen, hier drüben ist nämlich auch schon neu. Hier hinterm Baum ein bisschen zu sehen und so weiter. Schauen, dass man die Autos nicht filmt. Ja, und jetzt hier im Bahnhof. Die hatten früher hier auch noch diese runden Schuch 104, 105 Lampen. Aber was ist jetzt das? Auch schon LED. Die haben hier auf LED umgerüstet auch schon. Diese schönen runden Lampenschirme gegen scheußliche LEDs. Das ist nicht normal. Ich zeige jetzt diese Lampe eben nochmal von direkt vorne dran. Ich mache jetzt, das könnt ihr live zusehen. Natürlich ist es keine Live-Übertragung. Leider, aber gut. Live-Übertragungen lohnen sich auch noch mit WLAN. Ja, hier eine hässliche LED-Lampe. Ersatz für die schönen runden Schuchlampen mit HQL. Leider nicht mehr vorhanden. Hier ebenfalls hier hinten nicht mehr vorhanden. Das geht jetzt den Weg hier vor. Ich zeige das euch jetzt mal, wie das wirklich schlimm das wirklich hier ist. Ich entschuldige erst Wackeln, aber beim Laufen lässt sich das nicht vermeiden. Boah. Auch LED. Wir machen den Weg jetzt hier mal durch, ja. Nur, dass ihr mal wisst,
wie viel hier sich tut, und das ist nicht gut. Nur für den Energieverbrauch ist es gut, aber fürs Aussehen, ne. Das Design ist einfach hässlich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Deswegen suche ich jetzt die Kamera zu sicher, dass ich hier nur über die Wiese drehen, dass ich hier nicht versehentlich das Nummernschild vom Auto drauf bekomme. Das wäre auch nicht gut. So. Ja. Einfach alles LED hier schon. Im schlimmsten Kaff der Welt. Das ist doch nicht normal. Es gibt so viele schon. Selbst in Nürnberg machen die schon Lampen mit LEDs. Da hoffe ich nur, dass ich da auch mal ein paar Lampen mal retten kann. Muss ich mal zum Gebrauchtwagen Wertstoffhof mal gehen und schauen, ob ich da noch was Älteres herbekomme. Ja, das geht jetzt bis davor zu. Ich mache mal auf Pause, weil ich ziemlich viel Hintergrundlärm und laufe schon mal ein Stück weiter. Bis zu der letzten LED-Lampe. Jetzt sind wir hier. Und vorne, dann zeige ich nochmal von der anderen Seite, wo wir waren. So, das ist jetzt zwar noch nicht die letzte Lampe, aber es geht schon ein ganz schönes Stück weiter hier zu den Lampen. Da hinten waren wir vorhin irgendwie, ungefähr. Hier vorne sind noch zwei LED-Lampen, die einfach nicht schön sind, ja. Das muss man hier gleich mal mit diesem Video hier bemängeln. Wie verschandelt das hier alles wird mit diesen Lampen. Furchtbar schlimm. Aber dafür stromsparend. Dasselbe haben wir hier hinten, sind auch schon LEDs. Waren auch noch früher diese schönen runden weißen Lampen. Ja, das ist die vorletzte hier in der Reihe. So. Und das hier ist die letzte LED-Lampe. Ja, wir laufen noch ein Stück weiter und dann werden wir nochmal die alten Lampen sehen. So, wir sind schon ein Stück weiter gelaufen. Hier sind jetzt keine LED-Lampen. Nur diese Röhrenlampen hier, diese hier auch. Okay, jetzt ist der Baum zwar davor, aber das macht nichts. Diese Lampen werden wahrscheinlich auch bald mit hässlichen LEDs dran glauben müssen. Früher oder später kommt das wahrscheinlich auch noch dran. Mir weiß, wie es hier vielleicht schon wieder in 2 Wochen oder was aussieht, wenn ich dann aus der geilsten Stadt der Welt wieder hier in das Kaff fahren muss. Und das noch 2 Tage zu früh. Aber gut. So. Hier sehen wir gleich nochmal die schönen alten Schuchlampen, wo die noch nicht umgerüstet sind. Nachdem wir hier umgebogen sind. So. Hier haben wir sie noch. Die schöne alte Technik. Die muss eindeutig erhalten bleiben und muss man noch ein Andenkungsstück bekommen. Mein Gebrauchtwagenbahnhof. Ich hoffe, die haben das hier auch wirklich hingebracht. Und nicht auf diesen anderen Hof von der Schlosserei, weil da komme ich nicht hin. Da hast du, glaube ich, kein Glück, dass man sowas auftreiben kann. Das heißt, da hast du die Arschkarte gezogen. Braucht nur dieser eine komische Elektriker kommen und motzt drum. Wie ist mit sowas wie, es ist zu gefährlich, wenn du einen Schlag kriegst, Stromschlag kriegst, sind wir dran. Sowas. Gut, dass es nur ein Mann war und keine Frau. Mehr Details gibt es nicht zu dieser Person. Kann er sich ja gleich eine Fichte in seinen Garten stellen, um es so zu betonen. Wenn der mich damals angemault hat, wie ich gefragt habe, ob der ein HQL-Vorschaltegerät hat, das war nicht normal. Höflich gefragt, eine schnauzige Antwort bekommen. Nee. So, jetzt kommt noch eine defekte HQL-Lampe, eine defekte. So, eine Totalschadenlampe hier. Die wird definitiv wahrscheinlich nicht mehr repariert. Die wird wahrscheinlich zu hässlichen LEDs umgerüstet hier. Da sind keine Glühbirnen drin, zum Teil auch kein Lampenschirm drauf. Sehr lustig eigentlich. Hier sind sogar noch die Vorschaltegeräte zu sehen.
hier, diese viereckigen Kästen hier. Wenn man wüsste, wann die abgebaut wird, dann müsste man den Arbeiter mal vor Ort live erwischen. Vielleicht könnte man von denen das Teil eintreiben, aber das Problem ist, dass das jetzt halt durch ohne Schutz dementsprechend wahrscheinlich nass geworden ist, so Schnee und Regen und alles. Und wahrscheinlich durch Wasser wahrscheinlich schon kaputt ist. Da müsste man das alles auch ein wenig erneuern. Die Fassungen, die sind, glaube ich, schon, kann man gut austrocknen lassen, und die Vorschaltegeräte müsste man erneuern. Da müsste diese Lampe aber wieder eigentlich funktionieren, wenn nichts verrostet ist an Elektrik. Sonst müsste man die Fassungen auch austauschen. Hier eine provisorische LED-Standlampe noch. Da war ich auch mal so eine andere drauf. Aber die haben die komischerweise schon entsorgt. Lagen mal hier hinten auf dem Berg zwei Lampen rum. Eine hat schon einen Schirm gefehlt gehabt, war nur eine Glühbirne drin. Und noch eine andere. Und die war kurze Zeit später auch ohne Schirm, und dann auch die Glühbirnen haben gefehlt. Aber so haben die komischerweise hier hinten wieder aufgebaut. Das war nicht normal. Naja, Fusch am Bau. Wir laufen jetzt einfach mal hier nochmal durch. Eigentlich hatte ich noch was vorm Ende, was Fieses, diesen Aschenbecher von denen zu zeigen, aber das mache ich jetzt hier nicht mit diesem Video. Jetzt gasen sie sich nur wieder auf. Warum filmst du unseren Aschenbecher? Möglich ist alles. Na gut, das ist jetzt nochmal ein kleines Update. Schlimmes Ende für die HQL-Lampen, wo diese neuen LED-Lampen eigentlich voll blöd ausschauen. Und vielleicht auch, hat sogar letztens jemand gesagt, wo er gesehen hat, dass der auch diese alten Lampen nicht gefallen. Irgendwie, und es ist auch so, so stromsparend wie es sind. Aber das Design ist hässlich und startet zu schnell. Es ist einfach nur zack an. Und man hat keinen rosanen, flackernden Starteffekt. Selbe bei Natriumdampflampen. Das flackert auch schön am Anfang. Das machen ebenfalls die LED nicht. Ja, das ist noch alt. Muss man noch genießen, solange die noch hier sind. Und wenn die alle mit LED umgerüstet sind hier, dann na Pfeiferdeckel. Dann ist es auch nicht mehr schön. LEDs sind zwar auch wieder umweltfreundlicher, aber halt nicht schön. Hier ist noch schön alt. Hier vorne ist noch eine schön alte. Ebenfalls nochmal von Nähe zu sehen. Dann zeige ich euch auf dem Weg hier noch gleich eine kleine Metalldampflampe. Eine der Kirchenstrahlers nochmal. Das ist, glaube ich, eine große Metalldampflampe mit bestimmt, keine Ahnung, wie viel Watt. Ja. Den Start diesen Strahlers, den ich euch jetzt zeige, den findet ihr in dem 1 Stunde 30 Video von der Lampenstarte. Da ist der mit drin. So, jetzt sind wir schon da. Da ist ja gleich hier um die Ecke. Ja, das ist eine fette Metalldampflampe. So viel ich weiß, sollen es welche sein. Metalldampflampen. Ja, großes Riesenteil auf jeden Fall. Aber das wollen wir ja jetzt hier nicht ins Video zeigen. Und hier, gut, hier liegt Dreck, das hatten wir im Winter nicht. Das müsste definitiv eine Metalldampflampe sein. Da bin ich mir sicher. Da steht leider kein Watt drauf, aber die Lampe flackert sowieso ein bisschen. Das sieht man auch in dem Video dann. Ja. Beziehungsweise in dem 1 Stunde 30 Video mit den verschiedenen Lampenstarte. Wenn ich es nie vergesse, dann verlinke ich das. Ansonsten müsst ihr halt selber gucken, ob ihr es findet noch. Ist in der Lampen, HQL-Lampen und ein Co., glaube ich, drin, oder wie ich die Playlist benannt hatte. So, dann gehen wir noch weiter. Und dann ist es hier auch schon fertig. So, hier die in der Raucherecke sind, hier ist ja auch noch eine alte HQL-Lampe. So kürze ich das. Und das war es auch schon wieder. Ja. Hier der Rest im Hof ist auch noch HQL. Hinten diese eine Lampe haben die mit so einer weißen Flackerlampe ausgewechselt. Die ist nicht mehr bräunlich, sondern leuchtet jetzt weiß. Aber okay. Das war's und danke fürs Zuschauen. Euer Obernürnberg-Fan, euer Obernürnberg-Straßenbahn-Fan 911. Ich muss mal ein bisschen leiser reden, weil sonst hören die das, wenn man ein Video macht. Tschüss.